Everybody, Mikey G hier am Mic und willkommen zurück zu Moloch City. Meine Freunde, wir sind die ganze Folge im Anwesen von Mrs. Van Wirtley rumgestiefelt. Und ja, seht ihr Bricks neuen formschönen Lampenschirmhut aus der letzten Kollektion, direkt aus Mailand selbst. Ja, mir gefällt dieser Hut auch besser, muss ich schon sagen. Und wir haben am Ende ein tolles Ding gefunden, nämlich eine Kurbel. Drehbewegtes Öffnungsutensil für Gewisses. Und dieses Gewisse setzen wir hier ein. Was wird passieren? Was wird nur geschehen? Ein Safe. Na, das mag mir gefallen. Knacken. Wie? Das hat nicht funktioniert. Aufschweißen. Und womit? Ach, Brick. Wir haben doch was dabei. So, Schneidbänder. Aufschweißen. Was für ein knallharter Tresor. Drecksding. Was hat die andere Option? Aufschießen. Also nochmal. Okay, das heißt, irgendwo muss was rumliegen. Die Uhr hatte recht. Es war keine Zeit zu verlieren. Okay. Das hilft uns trotzdem noch nicht weiter, wie wir an die Waffe kommen. A M. Ist das etwa ein Hinweis für das Rätsel? A wie 1 und M für Möchtegern. So, muffig, alles. Magazin. Perfekt. Und da? Ich bin fertig mit diesen Schubladen. Ach, Brick. Von N wie nötigenfalls bis Z wie zirkulär Interesse. Ah, ja. Du mich auch so stoffsicher gestellt und. Ah, ja, der nackte Mann. Viel Erfolg noch. Ja. Nanu. Wenn sich hinter der Wand der Tresorgeheimraum verbirgt, müsste das doch perspektivisch. Du kriegst mich nicht klein, Haus. Du nicht! Sehr schön. Ein Gedeck nach Art von Moloch City. Moloch City in seiner ganzen verregneten Hässlichkeit. Können wir jetzt irgendwas anderes tun? So komme ich nicht an die Waffe ran. Kommt man überhaupt an die Waffe ran? Tommy Gunn versus Dick Häuter 1-0. Und da? Blattschuss. Volltreffer. Eine falsche Bewegung, du Made. Ja, das haben wir auch schon alles. Habe ich was Neues jetzt in der Zwischenzeit? Wir haben ja nichts Neues kaufen können für die anderen Gedingse. Nee, haben wir nicht. In dem Falle renne ich noch ein bisschen durch das Anwesen und wir sehen uns gleich wieder. Oh, Jesus. Okay. So wie ich. Ich habe aus Versehen jetzt hier rumgeklickt und hatte vergessen, dass ich den Schraubenzieher noch aus... Schneidbrenner? Dass ich den Schneidbrenner noch ausgewählt hatte. Ich habe nicht mal gelesen, was da dran stand gerade. Jetzt haben wir eine Leiter. In diesem Falle würde ich denn einfach sagen, wir krallen uns jetzt die tolle Flinte, die da oben ist, und gucken mal, was man damit machen kann. Elefantenbüchse. Ist es jetzt einfach? Und mit einem letzten Aufbäumen vernichtete das Feuer die Leiter. Na, da hat man doch mal Schwein gehabt, Brick. Du kannst mir nichts mehr geben, ausgebranntes Ding. Ah, okay. Eine richtige Waffe? Oh, der Wahnsinn! 10 Schaden ihr Schuss, verbraucht 10 Munition. Wahnsinn! Aber wir behalten erstmal das Quietschendchen. Denn ich möchte sehen, was es kann. Denn vielleicht entfaltet es sein wahres Potenzial und seine Macht, wenn wir es verwenden im nächsten Kampf. Also müssen wir erstmal den Tresor da knacken. Wo ist hier was? Moment mal. Ich vergesse jedes Mal, dass Real Troll eigentlich immer sehr akkurat formuliert, wenn es um Gegenstände geht. Wenn ich das Sparschwein einfach aufschieße,
zerstöre ich den Inhalt. Was wohl bedeutet... Stop! Hammer time! Ach komm, ey! Tatsache! Mann! Nur Geld, toll. Und ein Notizzettel. Okay. Merkzettel. Der Code ist im Esszimmer versteckt. Ja, das klang irgendwie mehr nach einem Wookie. Esszimmer. Wo? Wo? Da? Oh nein, oh Emily. Kerzen. Nein. Tisch. Essen. Trinken. Maus. Hund, Katze, Maus. Das Bild? Okay. Zähl die gelben Blumen. Mein Notizbüchlein schreit wieder nach mir. Mann, das haben wir schon lange nicht mehr gebraucht. Könnt ihr es hören? Kennt ihr diesen Klang noch, meine Freunde? Oh Mann, ich renne hier seit einer Viertelstunde rum. Das gibt's da nicht. Okay, okay, gelbe Blumen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. 9 Blumen. Zähl die Hasen. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 Hasen. Zähle die Piraten. 1, 2, 3, 4. Doch sind es wirklich 4? Das ist die große Frage. Das sage ich deswegen, weil der gute Troll mir nämlich eine schöne Nachricht geschickt hat. Und einfach so ein Fetzen reingeworfen hat am Schluss. Und meinte, es ist nicht deine Schuld, wenn du nicht auf die konkrete Zahl kommst. Ich habe mich sowieso gefragt, was für eine verdammte Zahl nochmal. Er meinte nämlich, es sind keine 4, es sind 5 Piraten. Wo sind hier bitte 5 Piraten? 1, 2, 3, 4, ich sehe nur 4. Seht ihr den 5. Piraten? Ich gebe kurz Zeit. Habt ihr ihn gefunden? Ich nicht. Voll fies. Zähle die Pinguine. Well, I can't see any penguin. Zero. Oh, Mann. So kryptisch, ey. Das ist ein richtiges Rätselanwesen. Okay. Wir werden schauen, ob das funktioniert, ey. Wenn ich jetzt da schieße, dann wird nichts funktionieren. Ja, sicher. Sicher. Okay. Ganz ruhig, Mikey. So, brumm. Und... Hallo, Mr. Van Wirtley. Oh Gott, oh Schreck, wie schrecklich! Langsam fügte sich alles zusammen. Wenn Sie den falschen Wirtley einsetzen wollten, mussten Sie natürlich dafür sorgen, dass Ihnen das Original nicht in die Quere kam. Begraben im eigenen Tresor. Wenn du Pech hattest, Wirtley, warst du noch am Leben, als sie dich reinwarfen. Am Leben? Nein. Nicht bei den Verletzungen. Selbst Weirdlys Resten sah man nur zu deutlich die gründliche Arbeit der Knochenknacker an. Das war erstklassige Arbeit, gestand ich zu. So bravourös zersplittertes Gebein sah man nicht alle Tage. Um genau zu sein, gab es nur wenige, die eine solch hohe Kunst beherrschten. Mr. Bone Smash. Der Schenkelknacker ist also wieder in der Stadt. Ja, das sieht ganz nach seinem Stil aus. Aber wo, verdammt, bist du abgestiegen? Na, das können wir uns doch erklären. Ich lerne immer wieder Neues, was die Entwickler angeht. Das heißt... Höre genau zu, beziehungsweise sei aufmerksam, wie die Dialoge sich entwickeln. Und das ist nicht gerade einfach, wenn man Let's Player ist. Aber das muss ich euch ja nicht sagen, Freunde. Das seht ihr jeden Tag hier bei mir. Und deswegen geht jetzt ab zum Motel. Hotel. Genau. So. Also, manche Sachen sind hier so random. Wie das zum Beispiel, dass ich es eigentlich kaum fassen kann. Der hat den kleinen Hund geklaut. Das gibt's doch wohl nicht. So, Hotel, dann gucken wir mal, was hier los ist. Ding, ding.
Zimmer für eine Nacht. Und danach der Traum der Flöhe sein? Danke, nein. Also sprich beendet. Aber wir müssen doch hier hin. Mensch, Brick, das hat man doch alles schon. Nix da Zimmer. Rand halten, sei froh, dass ich Flo oder frei betreten will. Als ob ausgerechnet Ihre Gegenwart mein Hotel aufwertet, Dynamite. Merken Sie sich, in meinem Haus bestimme ich. Dann kannst du mir ganz bestimmt Auskunft geben, in welchem Zimmer Bounce Smash abgestiegen ist. Gar nichts, werde ich, Dynamite. Legen Sie sich nicht mit mir an. Ich hab Freunde. Freunde! Zimmer 2-4. Er ist in Zimmer 2-4. Da hat er sich aber ganz schön rangekriegt, Bob. Ha? Brick hat's dir gezeigt. Halt die Schnauze, Don. Halt deine verdammte Schnauze. Leise. Ich will jemanden überraschen. Ja, da hab ich doch glatt meine alte Mannstimme durcheinander gebracht. Ich vergaß, dass ich immer eine andere genommen habe. So, warte mal hier. 1-1. Ich kann mein Radio lauter drehen, als du klopfen kannst, Blödmann. Well, und hier? 1-2. Der eigentliche Witz einer billigen Absteige liegt darin, dass man seine Ruhe haben will. Verzeih dich! Meine Güte. Haben Sie vielleicht einen kleinen Hund gesehen? Au, deswegen müssen Sie mir ja nicht gleich die Tür gegen die Nase hauen. Sollte das gerade Brick gewesen sein? Ich weiß es nicht. Ein Zettel unter der Tür hindurch geschoben, was soll das? Verschwinde! Ah! Ich wusste es. Ich bin also doch nicht allen gleichgültig. Es ist jemand gekommen, der mich davon abhalten will, Schluss zu machen. Hallo? Ach, Brick. Oh, das ist dunkel, ey. Ein weiterer verdammter Tag in Moloch City. Ach, Brick. Brick? Brick? Bist du das, mein Knuffelwuffel? Verdammt, was macht die denn hier? Knuffelwuffel, ist das nicht süß? Gell, kommt morgen, Rancid. Hab ich dir doch vorhin schon gesagt. Okay, dann gehen wir ins nächste Stockwerk. Das ist hier. Ah. Tür zu! Mal sehen, wie viele Ratten der dabei hat. Tür zu! Ich glaube, der hat ein paar dabei. Du schon wieder! Ich hab dir doch schon im Etage 1 gesagt, dass ich meine Ruhe haben will! Wow! Dieses Hotel hat doppelstöckige Zimmer? Na, da muss ich mal hin. Und hier. Ah! Was zum Kuckuck? Außerdem dachte ich, sie wären tot! Bist du das, Kathy? Angenommen, die Antwort lautet ja. Hallo? Der Plan ist narrensicher, Männer. Wir graben von hier einen Tunnel in die Bank 2 Blocks weiter. Ein Tunnel? Aus der 2. Etage? Geritzt, was? Damit rechnen die nie. Ich kann nicht glauben, dass du Urlaub in Moloch City gebucht hast. In Moloch City! Moloch City steht im Reisebüro genau neben Molochswede. Neben Molchswede. Meine Güte, ich hab mich vergriffen. Vergriffen! Sie haben uns schon bei der Ankunft unseren Hund entführt. Ich konnte den blöden Köter eh nie leiden. Ha, nach 6 Jahren Ehe zeigst du also endlich dein wahres Gesicht. Mutter hatte so recht. Es dauerte nie lange, bis Moloch City in die Gemüter der Neuankömmlinge drang. Schon bald würden sie genauso sein wie wir. Was willst du mit dem Ding da? Bei denen ging es wirklich schnell. Oh boy! Was ist denn hier los? Rancid vermietet inzwischen auch an jeden. Ja, sind wir 2-4.
Da müssen wir rein, Freunde. Aber was sich dahinter verbirgt, ob wir Mr. Bone Smash wirklich hinter dieser Tür finden, das sehen wir in der nächsten Folge von Moloch City. Für noch mehr Videos klickt die Links dort unten. Und bis dahin, rock your life, everybody. Cheerio!